Willkommen bei Malida und zur Demo von Detroit Become Human. So, ich habe, nachdem ich jetzt wieder Internet habe, durch eine provisorische Leitung, habe ich mir sofort die Demo im PSN Store runtergeladen. Wir spielen eine Szene, die man schon kannte durch einen Gameplay-Trailer. Und ich bin einfach mal gespannt. Das ist ein Spiel, was mich sehr interessiert hat. Und, oder was heißt interessiert? Hat interessiert. Und jetzt bin ich einfach mal gespannt, wie es sich anfühlt und wie die Steuerung so ist. So, also ich bin jetzt hier der Android. Ich bin ja in der Szene auf jeden Fall ein Vermittler von, ich weiß nicht, ob der Polizei oder... Ja, egal, wir schauen uns am besten erstmal mal um. Okay, hier kann ich was nehmen. Okay, ist das... Ja, ist die Familie hier, ne? So, Philipp. Also Emma... Caroline und John. Okay. So, ich weiß ja auf jeden Fall von dem Gameplay-Trailer. Ach, hier ist ein... Ach, ein Fisch. Ein Zwergfadenfisch. Ach, jetzt kann ich den liegen lassen oder retten. Okay. So, entscheiden wir uns mal fürs Retten. Als Tierliebhaber. Okay. Boah, sieht aber auf jeden Fall geil aus, die Einrichtung. Okay, ich weiß so viel, also von dem Gameplay-Trailer weiß ich auf jeden Fall, dass die Tochter als Geisel genommen wird. Das wird hier die Mutter sein, oder? Sie meine Kleine. Ja, genau. Was? Sie schicken einen Androiden? Das können Sie doch nicht machen. Warum schicken Sie keinen echten Menschen? Okay. So, als Android lässt mich das ja wohl kalt. So, halte R2 gedrückt, um dein Ziel zu sehen. Okay. Ach, das Spiel wird angehalten auch. Okay, da hinten scheine ich hin zu müssen. Alles klar. Okay, dann gucke ich mal. Ich denke mal, ich muss mit ihm sprechen, oder? Ja, genau. Ich heiße Con. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Okay. So, dann könnte ich einmal nach Verhalten. Hat er sich zuvor schon einmal merkwürdig verhalten? Ich habe keine Ahnung. Ist das wichtig? Ich brauche Informationen für das beste Vorgehen. Einfach keine Antwort. Okay, gucken wir mal. Haben Sie eine Deaktivierung versucht? Gleich als erstes. Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den scheiß Androiden. Oder ich werde es tun. Okay, anscheinend sind wir aber auch nicht gern gesehen, ne? Zumindest kriegen wir keine großartigen Infos von dem Captain. Achso, was muss ich jetzt machen? Verstehe, was passiert ist und rette die Geisel um jeden Preis. Okay, heißt, ich muss da hinten hin vertrauen. Ne, verstehe, was passiert ist und rette die Geisel. Okay, verstehe, was passiert ist. Durchsuche das Zimmer der Geisel. Ja, ich denke mal, das wird das hier sein. So. Okay, so eine Art Pad. Achso, das muss ich mit dem Touchpad machen, okay. Jetzt haben wir zumindest die Information, die uns der Captain ja nicht geben wollte. Okay, ist hier sonst noch irgendwas? Ach. Ein Headset, mal gucken. Ah, genau, Kind hatte keine Schüsse, klar, weil sie Musik gehört hat. So, ist hier sonst noch irgendwas in dem Zimmer? Ich glaube... Nee, soweit nicht. Ja gut, es hat es auch abgehakt anscheinend. Wird zumindest blau. So, ich guck nochmal hier. Ach, das kann ich mir anschauen. Übrigens, also bisher habe ich auch alle Spiele von Quantic Dream gespielt. Also auch Heavy Rain, Beyond Two Souls und so. Auch Fahrenheit. Und bisher... Ach. Nein, ist das der Vater? Genau, hier ist der Vater.
Okay, ist auch schon etwas her, dass ich den Gameplay-Trailer geguckt habe. Ja, das ist John. So, mal gucken. Okay, linke Niere perforiert, tödliches Abdominaltrauma. Lungenblutung. Das ist Pneumothorax. Ich brauche jetzt einen Moment. Okay. So, Lungenblutung, innere Blutung. Ach, jetzt kann ich rekonstruieren, okay. So, R2, L2. Okay, kann ich vor- und zurückspulen. Ah, und ich kann mich im Raum bewegen. Okay, ich denke mal, das wird dann der Android da sein, ne, am Tisch. Ach so. Vater hielt etwas in der Hand. Ach, jetzt muss ich nach vorne wieder. Jetzt ist es da gelb geworden. Also ich denke mal, immer in den gelben Situationen werde ich wohl irgendwas in der Rekonstruktion finden. Genau. Das ist wahrscheinlich das, was er in der Hand hielt, oder? Okay, alles klar. Ach, auch wieder irgendeine Art Multimedia-Pad. Ja, Touchpad, genau. So. Ja, genau, das wusste ich noch. Die Familie wollte den Androiden ersetzen mit einem neueren Modell und der Androide fand das jetzt irgendwie gar nicht so gut und konnte sich irgendwie gegenüber seiner Software durchsetzen. Okay, hier ist auch schon Officer down. Ach, er war der Erste vor Ort. So, mal gucken, was er wieder sagt hier. Rechte Herzkammer perforiert. Anthony Deckard, okay. So, ich muss noch einen dritten finden. Nur ein Schuss. So, bin ich mal gespannt, was uns jetzt die Rekonstruktion zeigt. Ah, okay. Ja gut, die Geisel. Klar, die Geisel sah die Schießerei. So, was noch? Polizist verletzte den Abweichler. Ah, liegt Blut oder was auf dem Boden? Oder was auch immer in den Androiden ist, natürlich. Ach so, und die Waffe? Unterm Tisch. Okay, dann werde ich mich jetzt erstmal um die Waffe kümmern, die mal angucken. Soweit ich noch weiß, konnte ich die auf jeden Fall auch mitnehmen, oder? Ja, zurücklegen oder nehmen. Okay, die nehmen wir mal mit. So, ich schaue nochmal. Ach, am Kühlschrank auch. Und hier vorne irgendwas. Ach, die Nachrichten. Breaking News. Okay. Obwohl, finde ich gut. Haben sie gut gemacht eigentlich. Okay, aber ich kann nicht weggehen. Muss ich dann tatsächlich wieder stumm schalten. Jo, jetzt kann ich weg. So, jetzt einmal kurz das Magazin hier durchblättern. Er hat ja alle Zeit der Welt. So, Cyberlife heißt auf jeden Fall die Firma, die Androiden herstellt. Ja, hier, apropos Blut, ne? Ja, lecker. Frisches blaues Blut. Ach, nennen sie auch blaues Blut bei den Androiden. Ja, PL600. Die wollten ja ein PL700 haben oder so. Okay, hier kann ich auch gleich rausschauen. Spuren menschlichen Blutes. Okay. Jetzt ist nur noch da das Einzigste. Ansonsten kann ich, glaube ich, hier drin gar nichts mehr machen. Meinen die jetzt einfach den Topf?
Boah, er ballert schon wieder rum. So. Er kümmert sich um alles, um den Fisch, um den kochenden Topf. Er macht gleich, also schmeißt gleichzeitig auch in den Haushalt hier. So, ich kann da erst rausschauen, ne? Okay. So, ich glaube, dann können wir eigentlich rausgehen. Ich glaube, wir haben alle soweit Informationen, die wir hier holen können. Was das für Wechselwirkung hat, das... Oh. Was das für Wechselwirkung hat, werden wir noch sehen. Kein Schritt näher oder ich springe! Nein! Nein, bitte, bitte nicht! Er wurde voll angeballert. Erstmal keine Regung dazu. Obwohl, er war kurz orange. Ja, sein kreisrunder Nöppel. Mein Name ist Connor. Woher weißt du meinen Namen? Ich weiß so einiges über dich. Ich möchte dich hier rausholen. Also ich kann vorgehen, ganz langsam, also schneller als das kann ich nicht vorgehen. Vielleicht erstmal beruhigen. Aber du musst mir vertrauen und dir helfen. Ich will keine Hilfe. Niemand kann mir helfen. Also ich kann mich umgucken. Ich könnte, also könnte jetzt ranzoomen und kann mich jetzt umgucken. Ich will nur, dass alles aufhört. Bist du bewaffnet? Ja, da lügen wir ihn am besten mal an, oder? Ja. Nein, ich habe keine Waffe. Du lügst! Natürlich hast du eine Waffe. Ich sage dir die Wahrheit, Daniel. Ich bin nicht bewaffnet. Okay, ich könnte Emma und du. Möglicher Grund, das sind die, die ich freigeschaltet habe, ne? Ihr euch sehr nah. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen. Ich dachte, sie liebt mich. Aber das tut sie nicht. Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Obwohl, wenn man den Androiden auch Gefühle so gibt, klar, dass sowas passiert. Sie wollten dich austauschen und das hat dich aufgeregt. Klar. Das ist passiert, stimmt's? Ich dachte, ich gehöre zur Familie. Dass ich etwas bedeute. Ja. Klar, wenn man denen so Gefühle gibt. Also ich finde es ein zweischneidiges Schwert. Aber irgendwie scheint bei ihm ja auch was anders zu sein. Ich könnte jetzt einfühlsam sein. Hör zu. Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software. Nein. Ja, genau. Das ist nicht meine Schuld. Ach, die Emotionen, die haben also gar keine. Ich liebte sie. Weißt du? Doch ich bedeutete ihnen nichts. Ich war nur ein Sklave für ihre Bretter. Jetzt ist sein Ring am Kopf übrigens blau, oder? Sehe ich das richtig? Ist doch blau jetzt, ne? Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden. Okay, ich denke mal, wir schicken den weg oder so. Also haben die eigentlich keine Gefühle? Ah, ich bin mal gespannt. Am 25.05. kommt das Spiel heraus. Oh, ja, schon bei 99%. Jetzt könnte ich auch Vertrauen aufbauen. Du musst mir vertrauen, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche dir, es wird alles wieder gut. Ich will das alle abhauen. Und ich will ein Auto. Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen. Ich setze die Waffe ein. Ich setze jetzt die Waffe ein. Ja, ich exekutiere. Da bin ich jetzt einfach mal Rio raus. Wow. Wow, okay. Okay, Mädchen ist ja wohl nichts passiert, ne? Das habe ich jetzt... Ja genau, es liegt jetzt hier neben mir. Okay, was heißt, bedeutet eigentlich immer diese Software-Instabilität, was da oben rechts angezeigt wird? Aber ohne Emotion geht er jetzt anscheinend auch einfach weg, ne? Ja. Also haben die eigentlich doch keine Emotionen. Und ich meine, Detroit Become Human handelt ja irgendwie um einen Aufstand von Androiden. Sind das dann alle die, die Emotionen haben? Ablaufdiagramm der Szene. Ach so. Ah,
Ach, das ist der Weg, den ich gegangen bin jetzt hier mit meinen Entscheidungen und so weiter. Okay, ich kann auf jeden Fall ranzoomen. So, Missionsstart. Mit Captain Allen gesprochen. Fisch gerettet. Leiche des Polizisten untersucht. Leiche des Vaters. Ja, die Waffe des Polizisten genommen. Okay, ab hier fängt es dann an, dass ich irgendwie vielleicht ein paar andere Sachen hätten machen können. Hier oben auf jeden Fall. Achso, eine freundliche Herangehensweise hätte ich auch lassen können. Okay, nah genug heran. Und das habe ich dann, also Connor erschoss. Den Abweichler. Ah, es gibt 6 verschiedene Enden. Okay. Na, vielleicht spiele ich nochmal die eine oder andere, das andere Ende durch. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch Spaß gemacht und gefallen. Über ein Like, Abo oder Kommentar würde ich mich freuen. Auch mal, was ihr dazu sagt, wie ich das hier gemacht habe mit Detroit, mit der Demo. Vielleicht bin ich ja für Detroit Become Human auch nicht geeignet als Let's Player. Okay, ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Bis dahin, ciao, euer Malida.